Die Grundidee ist, dass wir vier Frauen aus vier verschiedenen Generationen zusammen haben, die auch einen familiären Zusammenhang haben. Also das ist natürlich nicht jetzt im Alter sozusagen alles von heute aus, sondern jede in ihrer eigenen Zeit sozusagen. Hier sind eher die 50er Jahre, also so gerade kurz vor Wirtschaftswunder, nur noch das Eis aus der Waschschüssel hacken morgens, so in die Richtung. Hier sind die 70er Jahre im vollen Gange, also die Mutter, Frau, die gleichzeitig auch einen Beruf ausübt und durchaus mal gestresst ist mit dem Zwei-Schichten-System, aber auch natürlich eine Zeitgenossin ist der Umtriebe da in den 70er Jahren. Hier haben wir die 90er Jahre, ich würde sagen, kurz nach der Einheit, also eher erste Hälfte 90er. Da, wo die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen wurde, das Asylrecht verschärft wurde, wo Hoyerswerda und diese ganzen tollen Dinge passiert sind. Und die Vier, Frau Vier, Fräulein Vier, ist erstmal ortlos. Die hat noch kein Zuhause. Die ist immer so ein bisschen existenzialistisch gemeint, quasi ins Weltall geworfen und muss sich im Laufe des Abends noch verorten. Der Hintergrund dieses Entwurfs war vor allem, dass wir überlegt haben, der Text ist von 1988, seitdem ist ja jetzt ein ganz klein bisschen was passiert und wie kann man das vielleicht mit reflektieren in dem Text. Also es ist einerseits viel passiert und auf der anderen Seite gruseligerweise ja gar nichts, weil wir alle wissen, dass diese rechtsextremen Netzwerke sich munter ausbreiten und an Salonfähigkeit, politischer Schlagkraft gewinnen. Mir ging es eher darum, dass es zwar nirgendwo so offiziell, glaube ich, gesagt wird, aber doch ja viel von der kollektiven Schuld der Deutschen auf den Schultern der soldatischen Männer und der politisch agierenden Männer lastet. Und die Frauen zwar da nicht raus sind, aber wie halt oft in vergangenen Zeiten so in der zweiten Reihe ein bisschen parken. Und ich wollte gerne quasi den ideologisch-politischen Anteil sozusagen der Frau hinter dem Mann thematisieren. Also wieder sehr scharf, manchmal auch eher so amalgamierend, irgendwie so ein ideologisches Süppchen in diesen Küchen da gekocht wird. Jetzt haben wir es ja bei diesem Text insofern auch mit was ganz Speziellem zu tun, weil ich habe es jetzt zwar nicht nachgezählt, aber ich würde mal sagen, 85-90% des Textes ist ja recyceltes Material von so netten Kumpels wie Hegel, Fichte, vor allem Hölderlin, Kleist, Heidegger, dann das ein oder andere Raff-Briefchen, was aus Stammheim, aus der Isolationshaft, geschrieben wurde von verschiedenen Akteuren. Da ist Holger Mainz dabei, da ist Ulrike Meinhof dabei und Andreas Bader auch. Was ja Frau Jelinek will, also geht glasklar aus Interviews und also Selbstäußerungen hervor, ist, dass sie quasi die deutsche Sprache selbst sprechen lassen will, auch in ihrem gefährlichen Potenzial, also in dem schwärmerisch-idealistischen quasi Kräfte zu mobilisieren in der Bevölkerung, die dann eben die Grenze zum Überschreiten einer Unrechtsgrenze nicht wahrnehmen, sondern im Bausch und Bogen halt dann mal den anderen aufs Haupt treten oder was, wie das dann da so formuliert ist. Und sie hat dieses Unterfangen wohl, das hat sie auch in mehreren Interviews gemacht mit dem Blick der Nicht-Deutschen, also sprich teils jüdisch, teils slawisch, eben und weiblichen Sicht, also vier Faktoren, die sie aus dieser Gruppe, die sie da zum Sprechen bringt, ausschließen. Also sie hat wie den Außenblick darauf und ist durchaus sauer, aber das muss man wie mitbringen als Wissen, weil aus dem Text heraus kommt diese Kritik ja gar nicht zum Tragen. Also das steht ja einfach so monolithisch da und spricht für sich selbst. Und wir müssen uns jetzt ins Verhältnis setzen zu diesen Stimmen da und zu dem, was sie auch durchaus absichtsvoll und manipulativ da zusammengefrickelt hat. Das ist keine kleine Aufgabe, aber ich finde, wir haben schön Zeit, ordentlich vorgearbeitet. Ihr könnt euch also drüber hermachen und munter anfangen, Vorschläge zu machen, rumzutauschen oder. Es ist allerdings tatsächlich mit einem gewissen Bedacht.